Habt ihr Lust auf einen besonderen Salat? Asiatisch angehaucht, richtig lecker, mit Garnelen und Chow Mein-Nudeln und leckeren Gewürzen, dann seid ihr heute bei mir genau richtig. Schaut euch unbedingt mein Video an. Ich würde sagen, wir legen mal sofort los. Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir mal einen asiatisch angehauchten Salat. Und zwar mit Chow Mein-Nudeln, Cocktail-Shrimps, paar Schalotten, bisschen Porree, ein paar Möhren, zwei roten Paprika. Ich habe hier eine Knoblauchzehe. Geröstetes Erdnussöl, geht auch super geröstetes Sesamöl oder Kokosöl. Und an Gewürzen Salz, Chiliflocken. Dann haben wir Kumin, also Kreuzkümmel. Wir haben Fenchel, wir haben Ingwer, wir haben Koriander und Kurkuma. Und natürlich Sojasauce. Und für die Garnelen brauche ich gleich noch ein bisschen Speisestärke. Und wie man den Salat jetzt zubereitet, das zeige ich euch jetzt. Auf geht's, ihr Lieben! So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch erstmal kurz näher herangeholt. Also, ich stelle es mal beiseite. Den Porree habe ich schön klein geschnitten, die Zwiebel, die Schalotten genauso und die Paprika habe ich in Würfelchen geschnitten. Das gebe ich jetzt erstmal hier alles in eine Schüssel. Das wird gleich alles schön gebraten. Aber wir müssen nur eben gleich die Möhren machen. So, ich habe ein bisschen runtergenommen, weil mir sonst immer alles daneben geht. So, und die Möhren und den Knoblauch habe ich auch schön fein gemacht, geraspelt. Das kommt jetzt zum Gemüse dazu. Damit hätten wir alles Gemüse fertig. Ich baue jetzt auf für den Salat zum Kochen, eher gesagt braten. Und dann geht's los. So, ihr Lieben, dann kann es jetzt auch mit der Zubereitung losgehen. Ich nehme hier mein geröstetes Erdnussöl und erhitze das in der Pfanne auf mittlerer Stufe. Und da muss man auch nicht ganz so sparsam sein. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und der Salat, der braucht auch ein bisschen Fett. Und in das Erdnussöl gebe ich jetzt auch schon das gesamte Gemüse, was wir jetzt so schön klein geschnitten haben. Denn das braten wir jetzt. So. Circa für 5 bis 10 Minuten irgendwas dazwischen. Richtig schön an. Und wollen, dass das Ganze aber auch noch ein bisschen Biss behält. Aber es soll auch schön angebraten werden. So, ich stelle es ein klein bisschen niedriger, bei der Induktion jetzt auf 120 Grad. Wenn ihr so von 1 bis 9 habt, wird das circa Stufe 4 schätzungsweise sein. So, das Nudelwasser kocht schon mal. Ich gebe mal so ein bisschen Salz dran. Und die Chow Mein-Nudeln, die brösel ich jetzt ein bisschen in der Packung. Nicht viel, aber wirklich so ein bisschen. Ich finde das deutlich besser später auch zum Essen. So, das reicht mir schon. Und ab rein damit. Die brauchen jetzt tatsächlich auch nur 4 Minütchen. Und dann müssen die kalt abgeschreckt werden. Ich rühre das jetzt einmal kurz durch. Dann verteilt sich das Salz auch richtig gut. Und fast vergessen, an das Wasser gebe ich zum Aromatisieren auch ein bisschen Sojasauce. Nochmal rühren. Und jetzt einfach wirklich 4 Minütchen kochen lassen. Und dann werden die gleich abgeschreckt, damit sie halt nicht weiter köcheln. So, das Gemüse zwischendurch immer schön wenden. Das schaut sehr gut aus.
Würzen tun wir es gleich. Es soll jetzt erstmal ein bisschen garen. Weil mit ganz rohem Gemüse finde ich es persönlich nicht so lecker. So, in der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Garnelen vorbereiten. Das sind ja hier so Schrimps-Cocktail-Garnelen, wie man so schön sagt. Die salze ich einmal. Bekommen Sie noch einen Hauch Chiliflocken von mir verpasst? Ich finde das bei Garnelen einfach fantastisch. Und dann rühre ich das Ganze mal einmal durch. So, das kann man alles so wunderbar separat machen. Jetzt kommt da die Speisestärke drüber, so guten Teelöffel schätzungsweise. Und dann wird das verrührt, dass sich die Garnelen damit schön ummanteln. So, und jetzt bleibt das stehen, bis das Gemüse fertig ist und dann gehen die Garnelen in die Pfanne. Und ratzfatz ist der Salat dann auch tatsächlich fertig gemacht. So, das schaut super aus, das können wir gleich gut würzen. Zwiebeln werden glasig, der Porree ist schön zusammengefallen und die Möhre und die Paprika dürfen ruhig ein bisschen Biss behalten. Das finde ich richtig gut. So. Na, jetzt aber. Jetzt gucken wir einmal nach den Nudeln. Die sind nämlich gleich schon fertig, ihr Lieben. Und damit ich den Garpunkt nicht verpasse, probiere ich tatsächlich auch mal eben eine. Anderthalb Minuten vielleicht noch. Viel länger nicht. Dann haben wir ja Zeit, das eben zu würzen. Und dann gehe ich in Ruhe die Nudeln abschütten. Ich gebe auf jeden Fall jetzt etwas Salz dran. Und von den ganzen Gewürzen. Ich fange mit dem Fenchel an. Und bitte, ihr Lieben, kräftig würzen. Korianderpulver. Kreuzkümmel. Wird richtig schön orientalisch. Dann haben wir Ingwer. Und Kurkuma. Das gibt eine schöne Farbe und schmeckt auch ganz gut. Und ein paar Chiliflocken gebe ich dran. So. Das lassen wir jetzt noch mal 2-3 Minuten braten. Dann wäre das Gemüse schon soweit. Ich werde jetzt einen kurzen Cut machen, denn ich gehe die Mienudeln abschrecken. Und dann bin ich wieder für euch da. Bis gleich. Die Mienudeln habe ich schön kalt abgeschreckt. Die tropfen jetzt hier ab. Und ans Gemüse gebe ich jetzt noch ein bisschen Sojasauce. Und dann kommt das schon mal in eine Schüssel. Dann kümmern wir uns um die Garnelen. So. Gebe ich natürlich erneut Öl in unsere Pfanne. Die Garnelen saugen ganz schön Öl auf. So. Stelle das Ganze auf mittlere Stufe, so Stufe 4 bis 5 von 9. Sind bei mir jetzt 160 Grad. Und da gebe ich jetzt die Garnelen rein. Die haben wir ja in Speisestärke gewälzt. Und die braten wir jetzt für circa 3, 4, maximal 5 Minuten, je nachdem, man sieht das dann. Schön von allen Seiten an. So, einfach mal nichts machen, einfach braten lassen.
zwischendurch ein bisschen wenden. Das machen wir jetzt so circa 4 bis 5 Minuten und dann sehen wir uns wieder, wenn das soweit ist. Die Garnelen habe ich jetzt unter häufigen Wenden 5 Minuten braten lassen. Meine Pfanne ist nicht mehr die beste, aber das ist schon in Ordnung so. Jetzt geben wir unsere Chow Mein-Nudeln zum Gemüse und die Garnelen auch dazu. Ruhig mit dem restlichen Öl. Und hier, ich packe meinen Bratensatz noch dazu. So, das schaut hervorragend aus. Und jetzt hole ich euch nochmal näher ran. Und dann machen wir den Salat richtig fertig. Ja, und hier seht ihr jetzt einmal den Salat. Und den mischen wir jetzt schon mal einmal durch. So, den Salat schmecke ich jetzt einmal ab, ob genug Gewürze dran sind. Da fehlt auf jeden Fall noch Sojasauce. Noch ein bisschen Kumin. Ich mache auch noch Kurkuma ran. Schärfe von den Chiliflocken ist genug. Und auch noch eine Spur Salz. Ich spule euch wieder vor, muss wieder gut vermischt werden. Probieren wir nochmal. Also viele Garnelen wollte ich nicht. Sehr lecker. Einen gewissen Grad an Schärfe hat. Es kann noch ein Schuss Sojasauce dran. Das reicht. Und noch ein klein bisschen Salz. Und das war's, ihr Lieben. Das ist ein super leckerer, erfrischender und gesunder Salat, den ich euch einfach wärmstens empfehlen kann. So, jetzt mache ich noch ein bisschen auf den Teller und dann probieren wir den mal ordentlich zusammen, wenn er jetzt gleich richtig durchgezogen ist. Der muss nämlich jetzt erstmal schön abkühlen. Am besten so 3-4 Stunden ziehen und dann genussfertig. Am besten stellt ihr den im Kühlschrank und so eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor ihr essen wollt, holt ihr ihn raus, damit er Zimmertemperatur bekommt. Bis gleich Zimmertemperatur bekommt. Und jetzt probieren wir mal richtig, denn wenn er so gerade aus der Pfanne kommt, da fehlt er einfach noch ein klein bisschen Geschmack. Und jetzt bin ich gespannt. Gemüse hat noch schönen Biss, nicht zu viel, nicht zu wenig. Tolle Gewürzaromatik. Boah, die Chiliflocken sind richtig gut. Den finde ich spitze, ist mal was ganz anderes, kann ich euch wärmstens empfehlen. Gesund, lecker und Salat. Im Sommer gibt es nichts Besseres. Den schnabuliere ich jetzt noch auf. Aber natürlich ohne euch. Und jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und es wird demnächst noch mehr Salatrezepte geben jetzt im Sommer. Ich freue mich drauf. Habt noch einen schönen Tag. Lasst aber gern noch ein Like und ein Abo da. Und wenn du Lust hast, unterstütze mich als Kanalmitglied für 99 Cent im Monat. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss. Ja, und wie gewohnt für euch einmal in der Nahaufnahme. Wenn das nicht lecker ausschaut, man kann das auch als Mittagessen genießen oder lauwarm.